So, jetzt habe ich jemanden her, den man kennen sollte, wer den nicht kennt, glaube ich, hat so in der Schweiz hier ein bisschen was verpasst. Manfred Welding, darf ich vorstellen, ist jetzt heute der erste Messetag und ich frage ihn einfach mal, wie war's, was ist dein Eindruck, hast du irgendwas gesehen, was dich interessiert? Ja, das sind ja 8 Hallen hier und das erschlägt einen förmlich, was man hier nicht alles sieht. Ich habe noch nie so viel Schweißgeräte auf einem Ort gesehen und so viele verschiedene Schweißgeräte von ganz günstigen Geräten bis zu absoluten Premium-Modellen. Also es ist unwahrscheinlich, kann man jedem nur empfehlen. Also es ist schon beeindruckend, was hier aufgefahren hat. Vor allem, da sind ja teilweise, haben die schon seit 2 Wochen irgendwie aufgebaut, habe ich mitbekommen, ne? Ja. Wegen 5 Tagen und das muss ja auch irgendwie wieder abgebaut werden. Also es ist schon ein Riesenaufwand, was die teilweise hier betreiben, ne? Ja, vom Laser über ein ganz einfaches Handschweißgerät. Also ich habe auch schon so viele heute gefilmt und irgendwo gesehen, das ist Wahnsinn. Akkuschweißgerät bei ESAB zum Beispiel, ne? Ja, mit ja. Ganz normalen Akkus, wie man in einer Bohrmaschine verwendet. Das habe ich auch gesehen. Also es ist sowas von genial, wie sich das alles entwickelt. Auch so diese Automatisierung, ne? Also da ist wirklich für jeden was dabei. Doch, auf jeden Fall. So, wie lange bist du jetzt noch da? Ich plane heute und morgen und eventuell auch noch den Mittwoch. Ich muss mal gucken. Okay, ja, also dann, wenn ihr den Manfred vielleicht noch sehen wollt, mal live, auf jeden Fall vorbeikommen. Und dann bedanke ich mich fürs Interview und vielleicht machen wir auch noch ein zweites. Ja. Ciao.